So, in dem ersten Schritt setzen wir die Messglocke, also die Kammer, über den vegetationslosen Boden, schließen sie damit von der Atmosphäre ab und sammeln und messen alles, was sich da jetzt darin sammelt, und schauen uns das an. So, wir haben jetzt noch die Umgebungskonzentration von etwa 420 ppm. Das dauert eine Zeit lang, bis die Probenluft tatsächlich im Analyzer angekommen ist. Da gibt es eben eine Art Retentionszeit. Und jetzt ist sie mittlerweile da. Die Konzentration steigt. Der Boden atmet. Ein gutes Lebenszeichen. Nicht alle Böden sind noch in der Lage zu atmen. Manche sind für immer versiegelt. Hier haben wir einen glücklichen Freilandboden. Die Kurve geht bergauf. Wie stark der Boden atmet, hängt natürlich von vier verschiedenen Parametern zusammen. Es hängt natürlich auch direkt von dem mikrobiellen Leben, aber es hängt stark auch von der Temperatur und der Bodenfeuchte ab. Aber wir sehen, wir sind jetzt schon auf 480 ppm. Irgendwann würde man wahrscheinlich eine Sättigung erreichen. Das heißt, irgendwann ist die Konzentration von CO2 in dieser Anzuchtglocke, in dieser Messhaube, so groß, dass der Gradient zur konzentrierten Bodenluft dadurch immer kleiner wird und damit im Prinzip auch die Diffusionsrate, mit der das Gas aus dem Boden ausströmt, abnehmen würde. Daher sind solche Art von Messungen, es sind in gewisser Weise invasive Messungen. Man stört natürlich das Ökosystem oder man stört seinen Messplot, die Temperatur in der Kammer nimmt zu, der Wind ist ausgeschlossen. Das sind Dinge, die man natürlich berücksichtigen muss, wenn man dann versucht, das natürliche Emissionsverhalten dieses Bodens zu bestimmen. Wir sehen hier auf der einen Seite den gelben Schlauch. Der gelbe Schlauch saugt die Kammerluft an. In dem unteren gelben Koffer befindet sich ein Ultra Portable Greenhouse Gas Analyzer. Der hat eine Messzelle, wo zwei Laser eine Messzelle mit zwei Lasern. Ein Laser für das Methan, ein Laser für das CO2. Und im Prinzip wird die Abschwächung des Lasers gemessen, die Zeit, die es braucht, bis der Laser eine bestimmte Abschwächung erreicht hat. Und über diesen Zeitkoeffizienten wird die Konzentration dieser Moleküle bestimmt. Natürlich handelt es sich um einen Infrarotlaser. Das heißt, Infrarot, genau das Licht, das von den Treibhausgasen absorbiert wird. Genau das Licht, was letztendlich auch die terrestrische langwellige Strahlung ausmacht. Gut, wir haben jetzt mittlerweile schon 560 ppm erreicht. Vielleicht dass die zukünftige Umgebungsluft in einem 30, 40 Jahren, wenn wir so weitermachen. Das ist genug. Luft, wir lüften. Wir lüften die Haube. Damit sehen wir wieder, die Konzentration wird wieder auf Umgebungskonzentration abfallen. Die Kurven sinken stark ab. Der Wasserdampf entweicht. Das sich angesammelte Kohlendioxid wird vom Wind abtransportiert. Und wir sind wieder auf Umgebungskonzentration. Gut, das ist der Boden. In dem nächsten Schritt wiederholen wir diesen Versuch, allerdings mit Vegetation in der Kammer, und schauen, was da passiert. Da sehen wir jetzt oben den Abfall der CO2-Konzentration im oberen Bereich, beim oberen Graphen. Die Zunahme von Wasserdampf im unteren. Und diese Abnahmerate
mit Hilfe dieser Abnahmerate können wir dann eben die Stoffflüsse und damit die Austauschprozesse berechnen. So, wir sind jetzt etwa bei 320 ppm. Das entspricht etwa der CO2-Konzentration vor 80 Jahren. Und je nachdem natürlich auch, wie stark die Einstrahlung ist, wie stark die Photosynthese ist, wird manchmal mehr, manchmal weniger eingebaut. Das ist natürlich hier die Nettokonzentration. Das heißt, das ist natürlich nicht nur die Photosynthese, sondern die Photosynthese, die photosynthetische Einbaurate ist in Wirklichkeit viel höher, denn wir haben ja natürlich auch von dem Boden eine permanente Emission von CO2 in dieses von oben geschlossene System hinein, aber nach unten hin ist es ja nach wie vor offen. Wenn wir das System jetzt die Kammer abdecken und damit die Einstrahlung unterbrechen, damit beenden wir die Photosynthese und wir haben nur noch den einen Prozess laufen, das heißt nur noch die Bodenatmung. Und wir müssten jetzt sehen, dass die Konzentration in der Kammer langsam wieder steigt. Das ist, was wir jetzt hier gerade sehen, denn beim oberen Graph, die CO2-Konzentration nimmt wieder zu, nachdem wir die Kammer mit einer Jacke abgedeckt haben und somit vom Sonnenlicht abgeschirmt haben. Und in dem Fall jetzt messen wir nur die Emissionsrate des Bodens. Und jetzt sieht man auch, das ist durchaus viel stärker als die Einbaurate. Allerdings muss man bedenken, dass bei der Einbaurate auch diese Emissionsrate des Bodens kompensiert worden ist. Also die wahnsinnig, also die Effektivität der Pflanze, unglaublich viel einzubauen. Jetzt sind wir etwa wieder bei Umgebungskonzentration. Dadurch, dass sie geschlossen ist, nimmt sie weiterhin zu. Wir lassen jetzt mal ein bisschen eine höhere Konzentration in die Kammer hinein. Dann werden wir die Jacke wieder abnehmen und sehen, ob die Pflanze wieder in der Lage ist, diese Überkonzentration an CO2 wieder auf Umgebungskonzentration zurückzuführen. Wir sind jetzt bei 460 ppm, das ist schon deutlich über der Umgebungskonzentration. So, ich werde jetzt hingehen und die Kammer wieder abdecken, das heißt, wir schalten die Photosynthese wieder ein. Und schauen, was passiert. In dem Moment, dass die Emission nimmt ab, die Konzentration erreicht ein Plateau. Und jetzt dominiert wieder die Photosynthese und die Konzentration an CO2 in der Kammer nimmt wieder ab. Das ist, was tagsüber dominiert. Bei guter Sonneneinstrahlung und nachts dominiert dann in jedem Fall die Atmung. So, wir sind jetzt wieder bei Umgebung angelangt, 400 ppm. So sieht man eben, wie hier ausgetauscht wird zwischen Atmosphäre und Biosphäre, wie diese Austauschprozesse, durch welche Parameter sie gesteuert werden. Hier vor allem mal in erster Linie Licht und Temperatur. Gut, das war es im Wesentlichen.